Zurück nach Deutschland. Das amerikanische, das US-Militär und auch die Geheimdienste sind bei uns in Deutschland offenbar noch aktiver als bislang angenommen. Das ist das Ergebnis einer großen Recherche, unter anderem vom Norddeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung. Amerikas Agenten in Deutschland, der geheime Krieg, so lautet das gemeinsame Rechercheprojekt. Die Amerikaner steuern zum Beispiel Drohnen in Afrika über Deutschland aus. Und die NSA und die CIA haben hier Abhörposten. Und damit nicht genug. Sogar die Homeland Security, also die amerikanische Behörde für innere Sicherheit, die hat ein geheimes Büro hier in Deutschland. Unter anderem am Frankfurter Flughafen. Dutzende Flüge starten von Frankfurt jeden Tag in die USA. Hier sollen Beamte des amerikanischen Heimatschutzes Einblick in Passagierlisten haben und diese kontrollieren. Eine Untereinheit der US-Behörde hat versteckt im Flughafen sogar ein eigenes Büro. Steht ein Passagier auf einer sogenannten No-Fly-List, sollen die Beamten auf die Fluggesellschaft einwirken, ihn nicht mitfliegen zu lassen. So können sie eine Einreise in die USA bereits von deutschem Boden aus verhindern. Wenn solche Dinge stattgefunden haben, dann würde ich eigentlich darauf vertrauen, dass die Bundesrepublik hier ihre Rechte wahrt. Und ihre Rechte zu wahren heißt, den Amerikanern deutlich zu machen, dass das eine Verletzung unserer territorialen Integrität ist. Die Bundesregierung bestätigt die Arbeit der Homeland Security in Deutschland. Hoheitliche Maßnahmen, also Festnahmen, dürften von US-Behörden hier aber nicht durchgeführt werden, so das Innenministerium. Doch Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung zufolge soll der Secret Service 2008 eine Person zumindest festgehalten haben. Bei einem Fall am Frankfurter Flughafen, wo die gesuchte Person noch gar nicht in irgendwelchen deutschen Fahndungslisten war, es wohl direkt einen Anruf gegeben hat des US-Konsulats bei der Bundespolizei, dass da jemand festgenommen werden sollte. Und das ist dann offenbar auch geschehen und die rechtlichen Voraussetzungen hat man dann nachher geschaffen. Auch am Hamburger Hafen ist die Heimatschutzbehörde mit einem eigenen Büro vertreten. Sie soll dem deutschen Zoll regelmäßig Hinweise auf verdächtige Container geben.